Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde da draußen. Oh, haue, haue, ha. Was war denn in den letzten Tagen hier los? Oh nein, könnte man meinen. AstraZeneca, erst wird es zurückgehalten, man muss es überprüfen. Es sind vielleicht unerwünschte Nebenwirkungen aufgetreten. Das hat natürlich auch viele Leute wieder auf den Plan gebracht, auch in den Kommentaren unter meinen Impfvideos. Na, hatten alle Verschwörungstheoretiker ja recht. Mit allem, was sie gesagt haben, jetzt ist das Medikament vom Markt genommen worden. Es ist verboten worden. Was da alles für Kommentare waren, ja. Und wann lässt du dir die zweite Spritze geben? Es wird Zeit, ne? Und am besten impfst du deine ganze Familie gleich mit, damit du nicht noch den Rest der Welt verpestest. Also ich hatte wirklich wieder ganz amüsante Kommentare unter meinen Videos stehen. Aber es waren auch einige dabei, die wirklich gefragt haben, Mensch, Sivi, du kommst ja aus dem medizinischen Bereich, wie siehst denn du das jetzt, ne, mit diesem Impfstopp und lässt du dich nochmal impfen nach den Nebenwirkungen, die du hattest? Und natürlich gelten meine Antworten solchen Leuten, weil die anderen kannst du ja halt eben nicht ernst nehmen, ne? Wobei ein Highlight war ja, dass einer geschrieben hatte, ja hier, du hast dich ja mit Attila Hildmann angelegt, er hatte ja mit allem recht, mit allem, was er gesagt hat, hatte er recht. Dazu kommen wir später noch, ob er wirklich damit so recht hatte. Aber was ist denn jetzt eigentlich gewesen? Ja, AstraZeneca wurde vom Markt genommen, beziehungsweise nicht vom Markt genommen. Es wurde erstmal der Impfstopp ausgesprochen. Es musste überprüft werden, weil man erst 7, dann 22 und ich glaube 25 Fälle hatte, wo man auf einmal Patienten hatte, Probanden hatte, die sich haben impfen lassen, die dann halt eben sogenannte Hirnvenenthrombosen hatten nach der Impfung. Ob das an der Impfung liegt oder lag oder nicht, das kann man bis jetzt sogar noch gar nicht sagen. Aber es hat natürlich alle Verschwörungstheoretiker wieder auf den Plan gerufen. Alle waren sie wieder am Start. Wir haben recht, wir hatten recht. Nun, also Leute, ich habe am vergangenen Mittwoch schon bei Instagram den sogenannten Moin-Stream gemacht. Da habe ich schon gesagt, ich bin der Meinung, spätestens Ende der Woche, so um und bei Freitag herum, wird das Medikament ganz normal weiter wieder verimpft, nachdem man geprüft hat. Das Ganze ist ja jetzt auch wieder eingetreten, also ich hatte nicht ganz so Unrecht damit. Ihr könnt es euch gerne ja nochmal angucken vom letzten Mittwoch, mein Stream. Da geht es im Übrigen auch um diese politische Meinung, wo ich dann sage, okay, was läuft hier momentan falsch in diesem Land? Auch ich habe keine rosarote Brille auf, aber wir bleiben jetzt hier mal beim Thema Impfen. Ja, also AstraZeneca wird weiter geimpft und ja, warum ist es runtergenommen worden, beziehungsweise warum wurde es erstmal zurückgehalten, warum wurde ein Impfstopp ausgesprochen? Das liegt ganz einfach daran, auch wenn viele in die Kommentare geschrieben haben oder meine Videos, ja, das ist nur deswegen und nur bei AstraZeneca und weil das alles ungeprüft ist und bla bla bla. Ja, da muss ich euch leider enttäuschen, das hat es hier in Deutschland schon häufiger gegeben, unter anderem mit Medikamenten wie Acetylsalicylsäure oder ASS. Für euch, ihr kennt es sicherlich unter den Handelsnamen Aspirin. Auch da war das schon. Dann Paracetamol ist lebertoxisch. Ibuprofen schlägt auf die Magenschleimhaut, so wie wird von den Nieren abgebaut. Auch für die Nieren ist das nicht ganz so witzig. Ja, bei fast jedem Medikament in Deutschland hat es schon mal eine Situation gegeben, wo dann die Regale in den Apotheken etwas leerer waren, weil bestimmte Chargen vom Markt genommen worden sind, weil man beobachtet hat oder den Verdacht hatte, es könnte mit einigen, ja, wenigen Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, zu tun haben. Also nehmen wir die Charge runter und es kommt eine neue. AstraZeneca ist in 1,6 Millionen Menschen in kürzester Zeit geimpft worden. Bei 22 oder 25 in etwa Nebenwirkungen, was man ja bis heute noch gar nicht feststellen konnte, ob das nun wirklich so ist oder nicht. Nun, dann nimmt man diese Charge runter und dann wird weiter geimpft. Deswegen habe ich das auch vergangenen Mittwoch gesagt. Ich glaube, Ende der Woche geht das Ganze weiter. Dann nimmt man jetzt eine Charge raus. Man hat ja nun auch in kürzester Zeit Millionen Impfdosen produziert. Und da kann es natürlich durchaus sein, wie bei jedem anderen Medikament im Übrigen hier in Deutschland auch, dass mal Nebenwirkungen kommen. Deswegen hat man ja auch Beipackzettel, ne? Wo eine ganze Menge draufsteht. Seltene Fälle, ultraseltene Fälle, häufige Fälle, ne? Kennt ihr von jedem Medikament, muss ich jetzt hier nicht ins Detail gehen. Im Übrigen, für die, die gesagt haben, das ist nur bei AstraZeneca bisher so gewesen und bei keinem anderen Medikament. Nun ja, also in den 90er Jahren wurde ein blutdrucksenkendes Medikament erfunden, beziehungsweise ein Herzmedikament, nennen wir das Ganze jetzt mal. Ein sogenannter PDE-5-Hemmer.
So, dieser sollte die Probanden eigentlich, ja, das sollte da so für den Blutdruck sein, ne? Blutdruck ein bisschen senken. Wurde dann getestet, wurde in Teststudien, wurde das Ganze durchgeführt. Der Wirkstoffname ist im Übrigen Sildenafil. So, und dieses Sildenafil wurde dann halt eben Probanden übergeben, die sich später gemeldet haben und gesagt haben, oh, wir würden gerne nochmal an der Teststudie teilnehmen. Und dann hat der Hersteller schon so, ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Na gut, da gab es noch eine Studie, da gab es noch eine Studie und noch eine Studie. Und irgendwann ist aufgefallen, dass die Leute sich immer wieder freiwillig gemeldet haben für diese Studien, weil sie da Bock drauf hatten. Ja, dieses Medikament wird auch immer noch tatsächlich gegen hohen Blutdruck gegeben, aber auch nur eine sogenannte pulmonale Hypertonie, also quasi im Lungenkreislauf der hohe Blutdruck. Dafür wird es vereinzelt noch verschrieben, allerdings jetzt nicht mehr in der großen Masse für Blutdruckpatienten. Nämlich, ihr kennt das Medikament vielleicht unter dem ganz normalen Handelsnamen Viagra. So, ich glaube, ich muss nicht erklären, was aus diesem Blutdrucksenker geworden ist. Potzblitz, was heißt das Ganze jetzt? Ja, manchmal werden einfach Medikamente entwickelt und in den Teststudien stellt man fest, okay, es wirkt aber so, es wirkt so, es wirkt so und vielleicht müssen wir dann nachher die Zweckbestimmung mal ein bisschen ändern. Bei AstraZeneca ist das nicht der Fall gewesen. Es ist ein ganz normaler Vektorimpfstoff gegen die derzeitige Corona-Situation hier in Deutschland, also gegen das Coronavirus. So, was auch wirklich der beste Wirkstoff derzeit ist, der auf dem Markt erhältlich ist. Und jetzt kommen wir mal kurz zu meinem Freund Attila Hildmann, der ja mit allem Recht hat, wie in meinen Kommentaren schon geschrieben worden ist. Nun, was auf jeden Fall hervorgestochen ist, ganz klar und ganz direkt ist, ja, dass das Sojaschnitzel ziemlich ADHS in die Griffe gekriegt hat, nachdem AstraZeneca kurz gestoppt wurde. Weil er nämlich wieder im 10-Minuten-Takt auf seinem Telegram-Channel die wildesten Sachen rausgehauen hat. Aber ich möchte nochmal die Zeit ein bisschen vorspulen. Ne? Vor einigen Wochen oder sogar vor 2 Monaten, ne? Gut, 8 Wochen, 2 Monate ist dasselbe, ne? Da hat er ja auch geschrieben, unsere Regierung will uns ja nur impfen, um natürlich die Bevölkerung etwas zu reduzieren, nicht? Die Bevölkerungszahlen einzudämmen, um uns halt eben genetisch zu verändern und was man nicht alles wollte. Er hat natürlich mit allem, was er gesagt hat, im Vorwege recht gehabt. Der Beweis ist ja, dass man bei 22 oder 25, naja, es könnte vielleicht eventuell sein Fällen hier in Deutschland, einen Impfstopp ausgesprochen hat. Deswegen hatte er natürlich mit allem recht, weil unsere Regierung natürlich logischerweise dann natürlich, ist ja klar, so reagiert. Sie haben ja das Ziel, uns alle kaputt zu impfen. Und dann kommen 22 Fälle von 1,6 Millionen Geimpften. Deutschen, ja, und man stoppt das Ganze. Ja, Sojaschnitzel, also definitiv, bei dir hat das garantiert ganz, ganz viel ausgelöst, diese ganze Geschichte. Nur zu dumm, dass jetzt weiter geimpft wird. Aber auch dafür wirst du dir garantiert wieder irgendetwas einfallen lassen, warum das so ist. Nun ja, was soll man sagen, Freunde? Es geht weiter. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch die Frage beantworten, ob ich mich nochmal impfen lasse. Ich meine, es haben ja auch einige geschrieben, der hat sich nie impfen lassen und seine Impfbescheinigung von seinem letzten Video, wo Attila Hildmann auseinanderpflückt, also die Sprachnachricht von ihm, das sei alles gefaked gewesen. Oh Leute, ey, also ich find's wirklich amüsant. Also macht bitte weiter damit. Ich muss mich wirklich kaputt lachen. Aber auch unter meinen ganzen anderen Videos, Fußballvideos, Blaulicht im Kopf und was ich alles so mache, bei Instagram bei mir, wird natürlich auch geschrieben, nö, wann gibst du dir die zweite Ladung? So, und da so oft diese Frage gestellt wurde, ob ich jetzt ein zweites Mal noch geimpft werde, wenn ich denn überhaupt geimpft worden bin, ne? Und das nicht alles fake war, ne? Ja, Mitte April werde ich geimpft und selbstverständlich lasse ich mich nachimpfen. Auch nach meiner Nebenwirkungsgeschichte, beziehungsweise nach diesen Impfreaktionen. Warum? Ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert durch diese Impfung, dass jemand durch die Impfung so schwer zu Schaden kommt, dass er eventuell dann 1,50 Meter tief irgendwo in der Erde rumkriecht, ne? Oder beziehungsweise nicht mehr kriecht, sondern liegt, ist ungefähr ein Drittel von der Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr euer Haus verlasst, euch auf einmal ein Dachziegel auf dem Kopf fällt. Oder noch besser, ein Flugzeug vom Himmel fällt euch direkt auf den Kopf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist weitaus höher, als dass eine Impfung euch Schaden zufügen wird.
Deswegen empfehle ich natürlich weiterhin, lasst euch bitte impfen. Ja, auch ich möchte gerne mein altes Leben zurückhaben, zumindest in Teilen. Vieles wird garantiert in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr der Fall sein. Wir haben ja nun mal in Westeuropa zum Beispiel die Angewohnheit, dass wir uns immer die Hände geschüttelt haben zum Hallo und zum Tschüss sagen. Ich glaube, diese Handlung ist definitiv auf längere Zeit ausgestorben. Aber wenn wir uns impfen lassen, da sind wir uns denn einig, schaffen wir es auf jeden Fall ein Stück weiter, diesen Krankheitserreger, der derzeit weltweit grassiert, ein wenig in Schach zu halten, auch wenn es nur zu 70-75% der Fall ist, dass wir uns gar nicht erst anstecken und auch niemanden anderes anstecken können, zum Beispiel bei einer AstraZeneca-Impfung. Und wenn man das natürlich großflächig durchführt, dann haben wir eher die Chance, als Gesellschaft wieder zu dem Leben Stück weit zurückzukommen, wo wir vorher waren und was wir seit einem Jahr so vermissen. Auch ich bin nicht d'accord mit allen Entscheidungen, die unsere Politik trifft. Wie schon gesagt, vergangenen Mittwoch habe ich in meinem Moin-Stream mal ein bisschen länger über diese Geschichte berichtet, als ich hier mal ein bisschen spazieren gegangen bin morgens wieder. Auch ich bin nicht mit allem einverstanden, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wir möchten gerne wieder ein Stück weit zu dem Leben zurückkommen, was wir vorher hatten. Also, Freunde, schützt euch, schützt eure Lieben, schützt eure Freunde und vor allen Dingen nehmt nicht alles so ernst, was im Internet geschrieben wird, in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder irgendwas, ja, und mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen und Nachweisen, wo man wirklich mit dem Kopf schüttelt und denkt, Alter, und das soll dir irgendjemand glauben, argumentiert, macht euch einfach ein eigenes Bild. Ich bin Mitte April dran und wenn ihr jetzt sagt, das ist alles Fake, man muss sich 4 Wochen später nachimpfen lassen. Auch das wurde bei mir in die Kommentare reingeschrieben. Nein, ein Vektorimpfstoff, also bei AstraZeneca kann man auch 9 bis 12 Wochen später nachgeimpft werden. Und meinen Nachimpftermin habe ich im Übrigen an dem Tag bekommen, nämlich am 10. Februar, als ich das erste Mal geimpft worden bin. Da wurde mir schon gesagt, du bist bitte am 14. April wieder in den Hamburger Messehallen zur Nachimpfung. Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch da und kann einen kleinen Klönschnack halten, natürlich unter Einhaltung der Schutzbestimmungen, nicht auf dem Parkplatz mit Sicherheitsabstand und Maske. Wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch am 14.04. da und wird geimpft und kann somit ein Stück weit für eine gesundheitliche Sicherheit für die Liebsten in eurem Umkreis, eure Familie, eure Freunde beitragen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was und jetzt viel Spaß beim Kommentieren. Aber vergesst bitte nicht, wenn ihr jetzt wieder irgendwelche ganz schlauen Sprüche rauslasst, wie gefährlich und schlimm das alles ist, dann belegt es doch mal bitte mit Fakten. Also es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Impfstoffe helfen. Und noch gilt hier in Deutschland, man muss das beweisen, was man sagt. Und die Wissenschaft hat ganz klar bewiesen, es hilft. Zu so und so viel Prozent hilft es. Es schützt. Na, und noch haben wir hier keine Beweislastumkehr. Also bitte auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Pik. Sie. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Mensch, Atti, du hast ja auf mein letztes Video gar nicht mehr geantwortet, zum Beispiel mit einer Sprachnachricht oder so, wo ich nämlich deine Sprachnachricht auseinandergenommen habe. Ein Schelm, wer Komisches denkt. Sind dir etwa die Argumente ausgegangen? Naja gut, würde mich auch nicht wundern. In diesem Sinne, Küsschen aufs Auge. Haut rein! Das ist unglaublich!